Herzlich willkommen zum neuen Video und ich begrüße heute alle Aixam D-Truck Fans. Wir haben im letzten Video schon gesagt, wo wir eine größere Lieferung bekommen haben, dass das schöne Exemplar so bestellt worden ist und wir wollten euch dieses nicht vorenthalten und zeigen euch heute mal ein Aixam D-Truck Pritsche mit Plangestellaufbau, was direkt von Firma Streib kommt. Also ist nicht serienmäßig von Aixam. Ja. Macht also eine Fremdfirma, macht diesen Planaufbau, was ich gar nicht mal so schlecht finde. Wir können gerne mal reingucken, weil qualitativ ist es echt gut. Wir haben hier eine richtig dicke LKW-Plane, wie man es kennt. Ich weiß gar nicht, kriegt man das im Video rüber? Man hört es schon, das ist... Also es ist jetzt so, wenn man hier dran reißt, dass das schon hält und wenn der Wind hier reinpackt, das ist schon was Stabiles. Es kann auch von innen mal was gegenfallen, ohne dass es sofort reinschneidet. Also es ist wie vom richtigen LKW so, ja. Wenn man es anfasst. Ne? Also die Qualität ist echt gut. Ja. Was ich ein bisschen nervig finde bei Planaufbauten ist dieses Geraffel, dass man immer das Lose machen muss. Ich bin da kein Typ, ich will schnell, Klappe hoch, was rein und ab. Ja, du bist Mr. Ungeduld. Ja, auf jeden Fall. Deswegen wäre für mich vielleicht irgendwas mit... Van. Wenn wir den Van nehmen, das wäre was für mich. Aber das ist so ein Hybrid zwischen Van und Pritsche. Ne? Also man kann trocken transportieren, man hat trotzdem den kleinen Kofferraum da drunter ja. Und man hat oben nochmal einen größeren Raum. Stimmt, weil das ist genau der Vorteil. Wenn ich den Aixam D-Truck Van bestelle, entfällt diese schöne Kofferraumklappe. Ja. Also hier hat man ja dieses große Fach unter der gesamten Ladefläche bis zum Boden. Also sind so 30, 40 Zentimeter geschätzt von der Höhe, wo man ideal irgendwelche Kisten reinkriegt oder Haken oder sowas und hat trotzdem oben noch den gesamten Stauraum, was man beim Van dann nicht hat. Stimmt, ja. Und hier hätte ich auch meine Klappe auf, rein und zu. Hybrid. Ja, okay. Gucken wir trotzdem mal rein, wie das aufgebaut ist. So, das meine ich hier. Hier fuckelst du erstmal rum. Das muss man mögen. Muss man wirklich mögen. Aber man hat da so noch so Nasen, die man nutzen kann zum Aufhängen, ne? Zum Aufrollen. Ja, man kann das hochrollen und dann müsste hier irgendwo so ein Bändchen drin sein. Also wenn man das aufrollt, kann man das hier dann so einhaken, ne? Ja. Komm, wir machen das mal. Das alleine funktioniert, glaube ich, nicht. Ah, doch. Versuch's mal. Keine Chance. Komm, halt du die Kamera, ich zeig dir, wie das geht. Gut, jetzt kommt der LKW-Fahrer. Da muss man gar nicht so jetzt genau sein, da brauchst du einfach nur... Guckt euch das an. Also du bist auf jeden Fall ein Aixam Planfahrer. Ja. So, eingehakt. Und eingehakt. Okay, dann gebe ich jetzt wirklich öffentlich zu, dass ich mich ein bisschen dämlich angestellt habe. Das Coole ist ja auch noch zusätzlich, dass das auch noch auf den Seiten geht. Also hast du noch zwei Chancen, dich besser anzustellen. Ey, das ist unfair. Das ist wesentlich länger. Aber weißt du, was gut ist? Für so faule Leute wie für mich, du kannst ja auch so offen fahren, wenn du da zum Beispiel jetzt nur die Reifen drin hast, ja. Der Kunde hat jetzt die Sommerreifen hinten drin liegen, wenn du die flach hinlegst, so, dann kannst du auch damit offen fahren. Da passiert ja nichts. Und du hast den Vorteil, die haben da vorne so ein Fenster eingearbeitet, dass man trotzdem noch durchgucken kann. Ne? Jo. Und rein qualitativ, guck mal, das ist richtig, also das ist ein verzinkter Rohrrahmen. Aber das ist schon sehr stabil, ja. Das ist echt gut. Das ist ja fast ein gesondertes Video nur für diesen Aufbau. Also ich bin davon überzeugt. Also ja. das ist richtig Film, lass ich mal hier unten rein. Mach mal auf. Ach ja, stimmt, wir können ja aufklappen. Jo, Alter. Guck mal, das ist Flachstahl, auf Rohrstahl geschweißt, vernünftig verzinkt, mit Schrauben. Richtig befestigt, also das ist echt schon. Also in diesem Fall muss ich ganz offen zugeben, dass das bisschen stabiler ist wie von unserem anderen Hersteller. Ja, wirklich. Ja. Also da. Weil kann man wirklich, also kann man das ganze Auto, kann man hier dran. Könntest du theoretisch dran aufhängen, das Auto. Ja. Also wirklich sehr gut. Preistechnisch weiß ich jetzt gar nicht, was das nochmal im Aufpreis kostet. Wahrscheinlich kannst du es jetzt im Schnitt bitte mal hier reinschreiben. Ja. Ich habe es jetzt leider nicht im Kopf.
aber wahrscheinlich immer noch günstiger, wie wenn man den D-Truck als Van bestellt. Und man hat wirklich die Vorzüge, dass man eine geschlossene Ladefläche hat und den Kofferraum. Ja. Das finde ich geil. Deswegen weiß ich gar nicht, warum wir davon nicht so viel verkauft haben. Wahrscheinlich, weil sie nicht hier stehen haben. Ja. Deswegen heute auch das Video, dass ihr mal seht, was auch möglich ist. Weil diese Art haben wir auch noch nicht gehabt. Und ich muss ehrlich dazu sagen, den Aufbau habe ich live auch noch nicht gesehen. Und ich bin wirklich, ihr wisst ja, ich bin da so ein Nöggelkopf. Ne? Wenn was scheiße ist, dann sage ich das auch, aber das ist echt gut. Ich wäre dafür, dass wir jetzt mal kurz off-camera mal eben die planen Seiten nochmal hochmachen, damit man sieht, wie das aussieht. Okay, dann stellen wir euch jetzt mal auf den Boden und wir rollen das hoch. Alles klar. Dann könnt ihr es noch besser vielleicht sehen. Wobei, der hat ja auch noch die eine andere Besonderheit, ne? Ja, da kommen wir gleich drauf. Jetzt muss ich es ihm irgendwie zeigen. Ich zeig's dir. Und jetzt könnt ihr gleich entscheiden, welches ordentlicher ist. Nein, 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 nein! Ich hatte es so ordentlich aufgerollt. Scheiß die Wand an. Was? Ach, ich wollte es dir gerade hier zeigen und dann fällt mir dieses Plan aus der Hand und rollt wieder runter. Trotzdem wird meine ordentlicher sein. Ich bin nämlich eher so der ordentliche Typ und Alex ist so der, ach ja, passt schon. Ne? Bin ich das? Ja. Außer wenn er Handys auspackt, da ist er sehr sensibel. Ja. Komm, dann machen wir das hier auch noch seitlich weg. Sehr gut. Weißt du, warum ich das jetzt wollte? Na? Das sieht aus wie so ein Marktstand. Ja, ich wollte gerade sagen, das sieht aus wie so ein Verkaufswagen. Ja. Ich habe gerade wieder beim Runterklappen gemerkt, dass auch hier, auch Eichsam, wirklich qualitativ technisch vernünftige Alurampen baut. Also nicht Alurampen, sondern Alu-Seitenbeplankung. Bracken. Bracken, genau. Also es ist, wir haben ja viel diese Fiat Ducatos und wenn wir die kriegen, haben wir auch diese Seitenbracken dran. Und ich erkenne da keinen Unterschied. Die Form ist gleich, auch aus Alu. Also qualitätstechnisch ist das schon hundertprozentig. Finde ich gut. Sieht mega aus. Wir müssten so einen echt für Lager bestellen und den so hinstellen. Sieht richtig cool aus. Das Problem ist ja mit dem Lager bestellen, das haben wir schon öfters gemacht, aber dann ist es immer futsch. Wenn zum Beispiel drei City Sport Modelle bestellt als E-Modell mit den 948 Volt Geschichten, da steht da, er war noch nicht hier und war dann schon wieder verkauft. Deswegen, das Auto müssen wir uns jetzt auch behalten. Jetzt schweifen wir schon wieder ab. Das ist auch ein Elektroauto, ein Sensation-Modell. Unser Vorführwagen noch. Unverkäuflich, bis wir wieder einen Lagerbestand haben an Elektrofahrzeugen. Denn die Kunden müssen ja auch mal ein Elektroauto fahren können, wenn sie hier sind. Ja. Gerade jetzt, wo gerade diese Umweltprämie läuft. Wer das Video noch nicht geguckt hat, unbedingt mal reingucken. Und wer Interesse an Elektrofahrzeugen hat, gilt auch für den E-Truck. Genau. So, machen wir hier weiter. Jetzt sieht man klar und deutlich die Stabilität des Aufbaus. Ja, richtig stabile Stangen. Vorne, die Plane ist auch noch mal irgendwie gespannt da, ne? Ja, hier runter, dass es nicht so flattert. Ja. Das finde ich auch nicht schlecht. Also das bleibt immer fest hier. Das macht auch keinen Sinn, das hochzumachen, ne? Ja. Ist natürlich nur, dass das die Feuchtigkeit dazwischen so ein bisschen sammelt, ne? Das muss man... Ich meine, gut, der wurde jetzt auch heute gewaschen, ne? Deswegen hat er keine Zeit gehabt, jetzt zu trocknen. Ja gut, wenn es natürlich wäscht oder regnet, dann hast du daneben das Wasser und dann kannst du ein bisschen beschlagen. Ja. Das wäre dann so, das ist dann so die... Der kleine Minuspunkt. Ja, aber da freuen wir uns auch auf Feedback von unseren Kunden, also von euch. Wenn ihr sowas fahrt oder auch andere Fahrzeuge, schreibt ruhig mal in die Kommentare, ey, ich habe das und das Auto und das ist nicht so gut, das ist richtig top. Das erzählt ihr in den Videos falsch, das ist gar nicht so, das ist, merkt man gar nicht, den Minuspunkt. Wie ich bei den Elektrofahrzeugen auch wieder mit der Nase auf den Boden gestupst worden bin, weil ich dachte, heizen ist doof im Winter. Ich wurde überzeugt. So, dann haben wir hier noch diese Schnüre rumbammeln, ja, die kann man eigentlich mit einwickeln oder hier irgendwo reinklipsen. Hier. Übrigens, so Ösen sind immer Serie verbaut. Vier Stück, ne? Vier Stück. Haben wir aber auch schon auf Wunsch gemacht, dass wir da noch mehr nachrüsten oder stabiler. Gar kein Problem. Kunde hat sich das Fahrzeug mit
Standheizung bestellt. Kommt auch direkt ab Werk quasi. Ich weiß gar nicht, was es jetzt für ein Hersteller ist. Sieht auch nicht nach Webasto oder Ebersbecher aus. Wahrscheinlich auch ein Drittanbieter. Aber wir wissen, dass Drittanbieter gar nicht mal so schlecht sind. Wir verbauen selber eine günstige Variante in unseren Krankenfahrstühlen und auch auf Wunsch in APE und Gleichkraftfahrzeugen. Und die Erfahrungen zeigen, dass die günstigen Standheizungen durchaus mit Webasto und Co. mithalten können. Ja. Preis-Leistungstechnisch auf jeden Fall. Angenommen, eine Webasto geht nach 5 Jahren kaputt, dann kaufe ich teure Ersatzteile und mache sie heile. Wenn meine günstige nach 4 Jahren kaputt geht, kaufe ich eine günstige neu für 200, 300 Euro. Nee, wahrscheinlich günstiger als die Ersatzteile für die Webasto. Genau. Haben wir letztens gehabt. Günstige eBay-Heizung eingebaut. Ist jetzt kaputt gegangen nach, ich glaube, 4 Jahren. Ist nicht mehr angesprungen, wahrscheinlich nur verguckt, verstopft, wie auch immer. Wir haben die Zeit gar nicht genommen. Wir haben eine neue eingebaut und die alte weggeschmissen. Was aber eigentlich auch falsch ist, so dieses Wegschmeißgesellschaft. Ja, aber manchmal bleibt auch nichts anderes übrig, bevor man da stundenlang Fehler sucht und dann Ersatzteil für die billige Heizung bestellt. Ist das nicht ökologisch, aber wirtschaftlich, ne? Ja, und das ist das Problem, dass das nicht irgendwie an anderer Stelle gefördert wird. Ja. Wenn man doch eine teure Webasto oder Ebersbecher Standheizung kauft, dann müssten die Ersatzteile günstig sein. Dann müssten die Ersatzteile günstig sein. Aber so eine blöde Tackerpumpe kostet ja schon über 150, 200 Euro, wenn man eine, auch eine hochwertige nimmt. Wenn man wieder eine von eBay nimmt, dann... Ja. Naja. Ansonsten ist das Fahrzeug relativ einfach ausgestattet, ne? Ein Radio ist noch drin. Ja, wobei, das haben wir umgerüstet auf Kundenwunsch, weil der Kunde hatte vorher auch einen Eixam D-Truck. Ne, wie hießen die alten? Mega. Eixam Mega, genau. Und da war das drin verbaut, haben wir auf Kundenwunsch einmal umgeswitcht. Auch die Reifen hat er neu gehabt, haben wir umgezogen. Optional hat der Kunde sich auch die Anhängerkupplung beibestellt. Und das gehen wir jetzt mal kurz an, das Thema. Wir machen kurz die Seitenwände hoch. Denn an der Pritsche haben wir es noch nicht so wirklich gezeigt, was wir dafür Vor- und Nachteile haben, oder? Ja, stimmt. Gibt es nämlich auch ein paar Kritikpunkte. Aber wir machen eben die Rampen hoch und dann machen wir weiter. Natürlich, wie es gehört, in einem vernünftigen Säckchen drin. Kann man sich ins Auto in den Stauraum packen oder... Da unten rein ist schon fies, ne? Dann rutscht das immer hin und her, ja, und wenn es ganz vorne liegt. Ja. Ihr könnt euch wahrscheinlich denken, worauf ich hinaus möchte. Beim Van haben wir da so eine kleine Behinderung, die wir hier auch haben, aber nicht so schlimm. Was natürlich auch super ist, wenn man nicht mit der Hängerkupplung fährt, hat man hier so einen tollen Schutz drüber, dass dann zumindest das Loch nicht so verstopft. Ne? Ja. Den Bügel nehme ich jetzt nicht, ich möchte nur einmal kurz zeigen. Beim D-Truck Van haben wir das Problem mit der Tür, dass sie nicht aufgeht. Ja. Und hier haben wir das Problem halt, dass die Klappe nicht ganz aufgeht. Also das Problem ist wesentlich kleiner, ne? Ich finde es nicht schlimm, dann kann man es reinlegen. Ich würde mir allerdings als Kunde nur hier so einen Schutz hinmachen. Irgendwie so ein Gummipümpel. Ja, stimmt, ja. So einen schwarzen vielleicht, der nicht auffällt. Weil ich kann mir vorstellen, wenn man das im tagtäglichen Gebrauch macht, dann macht man nicht so langsam. Dann will man mal schnell was einlanden und dann kracht das immer hier gegen. Und das ist dann nicht so optimal. Arbeitet sich durch mit der Zeit wahrscheinlich, ja. Ne? Man hat dann ja auch Schrammen und so, ne? Ja. Also ich würde das dann tatsächlich da irgendeinen Schutz hinmachen oder dann ohne Haken fahren. Obwohl, das sieht schon geil aus, wenn man den dran lässt. Das passt zum Stil vom Auto. Stimmt, ja. Ja, ich mache den Haken wieder ab. Haben wir noch rechtzeitig geschafft jetzt hier heute. Wir haben heute so einen Videotag, weil wir haben jetzt Urlaub, wenn ihr das seht. Und da mussten wir alles vordrehen. Und stimmt. Das Auto wird gleich abgeholt. Deswegen haben wir es gerade so noch geschafft. Ja, stimmt, stimmt, stimmt. Hiermit sind wir auch durch. Wir wollten eigentlich ein bisschen was anderes erzählen von dem D-Truck. Sind jetzt aber irgendwie auf dieser Plane hängen geblieben. Schreibt mal ruhig in die Kommentare, was euch noch interessieren würde. Und wenn wir dann den nächsten Rutsch an Lagerfahrzeugen kriegen, können wir da auch noch mal irgendwie tiefgründiger drauf eingehen. Auf jeden Fall einen blauen haben wir mitbestellt als Lagerfahrzeug. Stimmt, ja. Richtig, richtig schick. Erinnert mich so ein bisschen an das Marineblau von Eixam, so wie der Crossover da steht. Aber doch ein Tacken heller, ne? Nee, es müsste das gleiche sein. Eigentlich. Nee. Ernsthaft? Ich glaube schon. Hat das irgendwie heller in Erinnerung. Ah. Auf jeden Fall, darauf sind wir gespannt. In Kombination als Van ist das natürlich grottenhässlich, meiner Meinung nach, weil man hat vorne das schöne Blau und hinten diesen weißen Aufbau. Also ein Van muss weiß-weiß sein. Ja, ne? Komplett weiß. Stellt euch das Auto mal vor, vorne, also die Haube und Türen in Blau oder Silber und der Rest ist weiß. Ja. Passt nicht, finde ich. Deswegen haben wir den als Pritsche bestellt im Blau und dann sieht das Ding wahrscheinlich richtig, richtig geil aus. Und ich verspreche euch eins, ich spreche mal mit Eixam. Wahrscheinlich können wir das auch separat bestellen und für alle, die jetzt nur eine Pritsche haben und sind begeistert von diesem Aufbau, könnt ihr bestimmt nachrüsten.